Hallo ihr Lieben, ich möchte heute wieder eine Karte mit euch basteln. Also nicht wundern, mein Schreibtisch schaut natürlich wie immer sehr chaotisch aus, weil ich die ganze Zeit hier am Karten basteln bin. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mal mit euch eine Karte basteln. Eine Geburtstagskarte habe ich mir jetzt eigentlich gedacht. Ich habe mir hier schon ein paar Karten schon gefaltet. Ich zeige euch mal die hier. Die habe ich schon gefaltet für euch. Für euch, na, für mich halt. Und die hier, die zeige ich euch jetzt mal nicht, aber ich drehe sie um. Die hier habe ich schon gebastelt. Da kommt demnächst, also heute oder morgen, noch ein Video dazu, weil ich muss da ein paar wegschicken. Und ich denke mal, ich nehme jetzt die Farbe Rot. Rot nehmen wir. Das ist nur eine Unterlage hier. Und dazu möchte ich so ein Stanzteil hernehmen. Ich habe hier noch ein paar geschenkt bekommen, weil die manche Stanze habe ich ja gar nicht. Und die habe ich hier die Tage mal sortiert gehabt. Ich bin jetzt nur kurz mal am Überlegen, welche ich nehme. Hab's gleich. Oder auch nicht. Ja, ich würde das nehmen. Oder? Komm mit den Worten. Ja, ich kann mich wie immer nicht entscheiden, welche ich jetzt nehme. Warum? Das passt aber mit Rot nicht. Das ist das gleiche Braun. Dann müssen wir uns doch eine andere Farbe nehmen. Wo habe ich jetzt die jetzt hin? Ah, hier. Ich hätte schon gedacht, ich wäre blind. Gelb? Gelb passt zu braun. Dann nehmen wir gelb. So, dann tut ihr euch dieses Blatt so umklappen in die Mitte. Und dann straff ziehen. Und dann nehmt ihr euch die Stanzteile eurer Wahl. Ich nehme sowas da. Und ich schaue mir das jetzt mal an. Hier. Das mache ich dann hier oben. Beklebe es dann nachher. Passt wunderbar. Ein Bleistift wäre nicht schlecht zu markieren. Und dann hier unten das Beispiel nochmal. Dann könnt ihr eine Schneidemaschine hernehmen oder eine Schere. Wenn ihr das gerade schneiden könnt. Ich kann es nicht. Also ich habe da auch schon meine Probleme. Manchmal geht es und manchmal nicht. Aber ich nehme auf jeden Fall diese Schneidebrett her. So. Dann haben wir das. Und passt das eigentlich? Ah, das ist zu kurz. Haha. Habe ich das alles zu kurz gemacht? Ich habe es doch ausgemessen gehabt. Das passt. Na, wenigstens passt eins. Dann, ja, dann tue ich das hier mit doppelseitigem Klebeband kleben. Ups. Kommt alles entgegengesprungen. Halb gern. Dann macht ihr das so.
Stückchen. Dann zieht ihr euch diese Folie ab. Die doppelseitige Klebeband. Schön glatt streifen und dann, wenn was hier raus hat, das könnt ihr dann mit der Schere nachschneiden. So. Dann habt ihr das. Ich muss schauen, ob das... Das ist zu kurz. Das ist zu kurz und das wahrscheinlich auch zu kurz. Dann messt ihr das wieder aus, wie ihr das haben wollt. Dann wieder schneiden. Ja, wo ist denn jetzt? Ach da. So. Dann tut ihr euch wieder euer doppelseitiges Klebeband drauf. Ich mache euch ein bisschen nach unten. Könnt ihr dann besser sehen. Abschneiden. Möglichst gerade abschneiden, nicht so wie ich schief. So. Tut ihr das mit der Schutzfolie wieder abziehen. Nehmt ihr euch die Karte her. Doch ein bisschen zu kurz, aber das kann man ja nämlich nachschneiden. Ein bisschen. So, der schaut jetzt gut aus. So, ihr Lieben, dann geht's weiter. Ich überlege, welche Halbperlen ich hier hinkleben soll. Ich habe hier ein paar. Ich weiß gar nicht, wo meine Halbperlenbuchse ist, aber ich habe hier noch ein bisschen fordert. Ich werde wahrscheinlich die hier nehmen von der Marina. Und das. Ja, Weißpost. Also Marina, wenn du zuschaust, ich benutze hier deine Halbperlen. Die hast du mir zum Tauschpaket beigelegt. Ja, auch ganz cool. Ganz cool. So, dann braucht ihr einen Schmuckkleber und eine Pinzette. Ach, die Pinzette ist hier. Muss ich hier ein bisschen Zeugs umeinander schieben. Meine Katzen toben schon wieder rum.
Meine Frösche, sage ich immer, sind keine Katzen, weil die hüpfen wie Frösche rum. Die hören ja auch Frösche, ne? Und was ich eigentlich sagen wollte, meine Katzen haben Flöhe schon. Könnt ihr euch das mal vorstellen, dass die jetzt schon Flöhe wieder haben? Das ist doch echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo meine Katzen das immer herkriegen. Oder die Flöhe sind an meiner Hose hops drauf gehopst. Ich weiß es nicht, wie das immer da funktioniert bei uns. Und ich habe gestern, war das gestern? Bin mit dem Flohkamm durch und habe schon einen erwischt. Ja, da werde ich morgen Vormittag mal zum Tierarzt fahren. Ein Flohmittel kaufen. Oder morgen Abend, mal sehen. Das kleine Kind schreit schon wieder. Klein? Naja. Ich kann das immer gut nachmachen. Also. So, dann schiebe ich die Perlen hier da mal auf Seite. Dann schaut das nämlich so aus. Könnt ihr das sehen? Total schick. Und dann bin jetzt am überlegen, was ich eigentlich noch hernehmen kann. Aber hier schaut es ziemlich chaotisch aus wie immer. Ich glaube, ihr kennt es ja nicht anders. Ja, weil ich mache das alles spontanisch. Also ich mache mir jetzt da auch keine Gedanken vorher, was man eigentlich schon machen würde. Aber so macht es auch Spaß, würde ich mal sagen. Dann nehmt ihr euer Stempel eurer Wahl. Ich nehme jetzt das hier. Könnte gut passen. Oder braun. Also wir nehmen braun. Wir nehmen braun. Wir nehmen braun. Die braun hat sich versteckert von mir. Das ist schwarz. Nein, ich nehme das hier. Olive oder was es ist. Was weiß ich. Mal außenrum mal wischen. Dann ist der ganze Sapper wieder drauf. Und dann ist die schöne Karte futsch. Und dann macht sie so. Eure Blümchen. Oh, das schaut ganz toll aus. So wird lustig seid. Das macht nichts, wenn auch wenig Stempelfarbe drauf ist. Dass es nur ein bisschen schöner ausschaut. Ich muss doch den Draht ein bisschen. Ja, ich glaube, das lasse ich so. So, dann macht ihr euer Stempelkissen wieder zu. Und dann nehmen wir uns so ein Reststück. Ich nehme am besten immer Reststücke her. Dann habe ich die nämlich schon
wie sagt man da, verbraucht, dann nehmt ihr euch ein Geburtstagsstempel. Ich nehme jetzt Happy Birthday, weil das passt ja auch ganz gut. Ja, so passt das. Dann nehme ich einen schwarzen, einen wasserfesten Stempelchen. Und tue dann so auf den Stempel hier so einfach drauf. Und stempel es mir ab. Ich schiebe das mal auf Seite hier. Noch ein paar. Ich finde die Schrift total. Na, das war wohl nichts. Ich finde die Schrift total cool. Kann man lassen. Das schaut aus wie geschrieben. Total schick. Dann machen wir das hier. Das Wetter war zwar heute schön, wollte ich sagen, aber es war ganz schön kalt draußen. Also ich habe wirklich auf den Bus gewartet, mal 20 Minuten, und meine Hände waren so wie eingefroren. Total kalt. Zum Glück ist mein Lieblingsbusfahrer gefahren, der Jens. Haha, mit dem kann man auch stundenlang quatschen. So, dann habe ich das hier. Und hier kommt ein 3D Dings daher. 3D Pads. Mir fällt irgendwie nie der Name ein. Also das ist total schlimm. Total schlimm. Und dann machen wir das hier drauf. Ja. Super. Jetzt schauen wir, welche Farbe. Das ist gelb. Habe ich auch. Dann machen wir gelb. Das schaut, so schaut es aus wie orange, ist aber gelb. Also gelb. Dann tupfe ich das so auf den Schild, dass es so ausschaut. Und dann nehme ich mir die Karte und platziere das so oder so. Ich kann mir nicht entscheiden, aber ich denke mal so. Das ist auch mal was anderes. Dass es immer gerade ist. Eher so. Okay. Machen wir so. Und ich zeige euch noch was. Ich schiebe euch mal weiter her. Hier, ich habe nämlich hier die extra die Blümchen gemacht und dann mache ich hier in der Mitte mache ich so hier Tropfenkleber. So. Und hier klebe ich dann ganz mini Perlen. Also die sind wirklich ganz winzig. Die habe ich mir bei eBay gekauft. Die sind angekommen. Ich habe gedacht, ich spinne. Die sind ganz winzig. Ja, machen wir hier ein paar, dass ihr sehen könnt. Dass ihr das sehen könnt. So. Und ich finde die total knuffig. Ja, Baby. Das
ist es eigentlich auch eine ganz schnelle Karte. Am besten dreht ihr das immer so um, dass ihr mit dem Pullover nicht rankommt. Sonst gibt es eine Sauerei. Dann klebt alles am Pullover. Das wäre schade drum. Ne? Dann drehe ich das um. Ups. Jens hatte mich gefragt, ob ich noch Videos mache. Habe ich gesagt, natürlich. Der findet es immer so lustig, wenn ich so erzähle, was ich für Videos mache. Aber er sagt, dass, also wenn es mir Spaß macht, dann soll ich das auch weitermachen. Und mich nicht von anderen Leuten fertig mache. Oder wie auch immer. Und so schaut die Karte aus. Eine schnelle Karte und mit euch live gebastelt. Also das sind Stanzteile, das braune. Das habt ihr ja gesehen. Der schaut... Ich nehme jetzt... Ach nein, ich nehme das hier. So aus. Also die Stanzteile habe ich nicht. Die habe ich halt geschenkt bekommen. Also zugeschickt. Dann habe ich die Halbperlen von der lieben Marina bekommen. Dann habe ich hier ein Stempelblümchen. Und ein Geburtstagsstempel. Und Glitzersteine. Und das war's eigentlich.